Wo finde ich die MAC-Adresse der Fritzbox? In manchen Situationen wird die sogenannte MAC-Adresse benötigt. Wenn du beispielsweise ein Fritzbox-Upgrade auf deinen neuen Router in Verbindung mit einem Thüringer Netcom-Vertrag einrichten möchtest, musst du dem Breitanbieter die MAC-Adresse deiner neuen Fritzbox durchgeben, sodass eine Freischaltung erfolgen kann. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video werde ich dir zeigen, wie du schnell und einfach die MAC-Adresse von deinem Fritzbox-Router herausfinden bzw. auslesen kannst. Und das ohne Terminalaufruf bzw. diverser Kommandos. Voraussetzung hierfür: deine Fritzbox hat Strom und ist mit deinem Mac bzw. Windows-PC verbunden. Wenn du das getan hast, nimmst du einen Browser deiner Wahl. Ich nehme jetzt beispielsweise diesen Firefox-Browser. Und in der Adresszeile gibst du fritz.box ein. Damit kommst du zum Admin-Panel. Hier wirst du nach dem Fritzbox-Kennwort gefragt. Wenn du das standardmäßige Fritzbox-Kennwort verwendest, das findest du auf der Rückseite deiner Fritzbox. Das gibst du jetzt hier ein und klickst auf Anmelden. Du kommst jetzt zur Übersichtsseite. Die obere Übersicht benötigen wir an der Stelle nicht. Wir klicken unterhalb links in diese Navigation und dort klickst du den Bereich Inhalt an. Hier findest du den Link Fritzbox Support. Den klickst du an, nimmst hier im Bereich Support Daten speichern, belässt das bei der ersten Option und klickst dann anschließend den Button Support Daten speichern. Du siehst, dass jetzt ein Download einer Textdatei ausgeführt wird. Das dauert einen Moment. Du siehst, der Download ist abgeschlossen. Damit können wir uns auch aus dem Admin-Panel abmelden. Der Browser kann geschlossen werden. Jetzt rufen wir die Textdatei auf. In dem Fall wurde die abgespeichert im Downloads-Ordner, den rufe ich mir jetzt also auf. Und du siehst jetzt hier oberhalb eine neue Textdatei und in der befindet sich dann im Endeffekt auch die MAC-Adresse. Du öffnest die Datei und suchst jetzt nach dem Bereich MAC-DSL und dort wird sich sozusagen auch deine MAC-Adresse befinden und rechts daneben dort siehst du auch die MAC-Adresse. Und damit komme ich auch schon zum Ende des Videos. Du weißt nun, wie du ganz einfach und schnell die MAC-Adresse herausfinden bzw. auslesen kannst und das ohne Terminal bzw. diverser Kommandos. Solltest du noch weitere Fragen haben, stell die mir einfach in Form eines Kommentars. Ich werde dir wie immer zeitnah antworten. Für weitere Videos kannst du den GutLag News YouTube-Kanal abonnieren. Die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns auch im nächsten Video. Ich sage erstmal ciao und bis zum nächsten Video. Mach's gut!